Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Das ist heute die sechste Sendung, die ich mit Professor Dr. Clemens von Jacqui machen durfte in Bezug auf Omega-3. Und ich kann Ihnen nur ans Herz legen, sich mit jeder dieser Themen nochmals zu beschäftigen. In der Sendung, die ich gemacht habe mit ihm, sei es über Sport, über Schwangerschaft, sei es über Hirn- oder Herztätigkeiten des, oder Fähigkeit, Vermögen von Omega-3. Es ist unfassbar bedeutsam für uns alle, wirklich. Heute machen wir aber noch eine Sendung und schauen uns das nochmals an in Bezug auf Gelenke und auch über, da muss ich nochmals nachschauen, in Bezug auf Krebs. Und da möchte ich noch eine Klammer aufmachen. Wie sieht es denn eigentlich bei Tieren aus? Wie ist da die Wirksamkeit von Omega-3? Und wir nehmen Sie gleich mit auf eine ganz spannende Reise. Bleiben Sie dran, nach dem Intro geht's los. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich meinen Gast auch zeigen. Da ist er, Professor Dr. Med Clemens von Jacqui. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Also steigen wir mal ins Thema Krebs rein. Krebs und Omega-3, was gibt es da für Studien dazu? Da gibt es eine ganze Anzahl von Studien. Ich habe mich unlängst in das Thema neu eingearbeitet, weil ich, wie viele andere auch gedacht habe, das wäre von untergeordneter Bedeutung. Aber es ist so, dass mit höheren Spiegeln von Omega-3-Fettsäuren die Wahrscheinlichkeit geringer ist, an Krebs zu versterben. Ich habe nur mal gelernt, Krebs hat auch immer mit einer Verringerung des Zellmembranpotenzials zu tun. Und von dir habe ich gehört, dass Omega-3 die Zelle stärkt. Die Zelle stärkt. Und wie kommt das zusammen? Das gibt verschiedene Mechanismen, die in ihrer relativen Bedeutung noch nicht hundertprozentig geklärt sind. Was sicherlich ein dritter Mechanismus ist für die Krebsentstehung, ist die entzündungshemmende Funktion der Omega-3-Fettsäuren. Krebs entsteht ja ganz gerne an Stellen, wo Entzündung länger vor sich hin brodelt. Mhm. Und diese Entzündung wird heruntergefahren. Aber das sind Versuche, das zu erklären. Es gibt wahrscheinlich nicht einen einzigen Mechanismus, sondern es gibt wahrscheinlich mehrere Mechanismen. Und das manifestiert sich in verschiedenen Aspekten. Der eine Aspekt ist eben, dass mit höheren Spiegeln EPA und DHA weniger an Krebs gestorben wird. Und das gilt nicht für die pflanzliche Alpha-Linolensäure, also Leinöl und Konsorten. Und insbesondere gilt diese verminderte Krebserkrankungswahrscheinlichkeit und Krebssterblichkeit für Brustkrebs und Krebs des Dickdarms. Das sind die beiden Prototypen, die seltener auftreten mit höheren Spiegeln von Omega-3-Fettsäuren. Also es kann alles viel weniger seltener passieren. Ja. Aber im Fall, es ist passiert, würde es aber auch heißen, wenn ich Omega-3 erhöhe auf diese angepeilten 8 bis 11, habe ich auch eine Wirkung auf meine Krankheit. Ganz richtig. Und es ist so, dass es eine ganze Anzahl von Arbeiten gibt, Interventionsstudien gibt, die sich damit beschäftigt haben, wie ist die Rolle der Omega-3-Fettsäuren bei der Therapie von Krebs. Mhm. Und da sind zum Beispiel Patientinnen mit Brustkrebs untersucht worden, die haben höhere Spiegel von Omega-3-Fettsäuren bekommen und man hat festgestellt, erstens, dass die Therapie besser vertragen wurde. Also die Nebenwirkungen der Chemotherapie und die Nebenwirkungen der Bestrahlung deutlich geringer waren. Das wiederum hat ermöglicht, dass diese Behandlungen vollständiger durchgeführt werden konnten. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel bei Brustkrebs bei gleichzeitiger Gabe von Omega-3-Fettsäuren und Radio- und Chemotherapie, die Patientinnen länger gelebt haben als ohne die Zugabe von Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Da gibt es eine ganze Anzahl von anderen Arbeiten, die das ebenfalls zeigen. Das müsste doch jeder Onkologe wissen. Das spricht sich so ganz langsam rum. Oh, schön. Bei zum Beispiel beim Dickdarmkrebs ist es so, und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich verblüffend, dass wenn dann operiert werden muss, dass die Komplikationen nach einer Operation deutlich geringer sind, deutlich seltener sind mit
Omega-3-Fettsäuren als ohne Omega-3-Fettsäuren. Das hat wahrscheinlich wieder mit dieser entzündungshemmenden Kraft, die die Omega-3-Fettsäuren dann ausüben, zu tun, sodass insbesondere infektiöse Komplikationen seltener auftreten, die Krankenhausverweildauer kürzer ist und die Patienten früher wieder ins normale Leben zurückkehren können. Das sind schon ziemlich eindrückliche Daten, für mich jedenfalls. Und es gibt ja Krebsformen wie Blutkrebs und so weiter, die nicht durch Operation behandelt werden, sondern hauptsächlich durch Chemotherapie, eventuell noch zusätzlich Radiotherapie. Und in der Ecke findet im Moment einiges an Forschungsarbeit statt zu diesen Themen, ob sich das dort eben auch nutzen lässt. Also eben, einerseits, man kriegt wahrscheinlich weniger oder seltener. Nein, nicht wahrscheinlich. Sondern Fakt. Das ist durch eine erste Studie aus der Schweiz, ist es nachgewiesen, dass im Rahmen einer Interventionsstudie, also man hat die Omega-3-Fettsäuren gegeben und dann geschaut, in einer großen Studienpopulation, bei wem tritt denn Krebs auf? Und hat festgestellt, aha, bei denen, die die Omega-3-Fettsäuren bekommen haben, ist Krebs seltener neu aufgetreten. Und das ist ein starkes Argument, eine starke Evidenz dafür, dass Omega-3-Fettsäuren Krebs verhindern, aber hat noch Wirkungen darüber hinaus, die ich gerade angesprochen habe. Klar, verhindert, aber auch letztendlich auch die Rezidivwahrscheinlichkeit ist natürlich dann auch drastisch reduziert, wenn man wenigstens dann anfängt. Würde man annehmen, aber ich wüsste nicht, dass das Daten gezeigt haben. Aber ich meine, der logische Mensch müsste ja dann sagen, hey, jetzt hatte ich schon das Leid und habe es jetzt erfolgreich bewältigt, aber ich will ja nicht wieder. Dann sind wir wieder bei Stufe 1. Richtig. Und ich auch sagen muss, muss es ja verhindern, oder? Aber dass ich ein Rezidiv bekommen kann, dafür muss ich auch am Leben sein und nicht in der ersten Runde schon gestorben. Also das ist etwas schwieriger nachzuweisen. Und ich finde die Datenlage, so wie sie im Moment sich darstellt, schon ziemlich deutlich. Selteneres Auftreten. Man kann Krebs durch Omega-3 verhindern, wie sich in dieser einen Studie gezeigt hat. Und die Verträglichkeit und Wirksamkeit eben von der Radiotherapie und Chemotherapie sind größer. Die Komplikationen bei Operationen sind geringer. Unfassbar, meine. Es heißt immer wieder in der Schulmedizin, wir haben so viele chronische Krankheiten, aber eigentlich keinen Lösungsweg, diese wirklich zu heilen. Und auf der anderen Seite gibt es doch Studien, die uns ein Bild zeigen. Klar, es sind immer viele kausale Zusammenhänge, aber dass Omega-3 so bedeutsam ist innerhalb unserer Gesundheitsfindung oder Erhaltung, das sagt uns eigentlich niemand. Es sind auch Ergebnisse, die sehr neu sind. Gerade das Thema Krebs ist im Kontext mit Omega-3-Fettsäuren wird es erst seit relativ kurzer Zeit beforscht. Die Ergebnisse sind relativ neu. Und was man auch bedenken muss, ist, dass Omega-3-Fettsäuren keine Marketingabteilung haben. Ja, gut. Hab's verstanden. Wenn ein Pharmaunternehmen ein wirksames Medikament entwickelt hat, dann sorgt es dafür, dass jeder davon hört. Ja. Und genau diese Abteilung fehlt den Omega-3-Fettsäuren. Und Gott sei Dank kann ich hier sein und über die Effekte berichten, um das ein klein wenig abzumildern. Tja, aber immerhin gibt es noch Gelder für Forschungsarbeiten und da wundere ich mich auch schon, woher kommt denn da noch das Geld? Im Interesse von wem? Die Hersteller, ich meine, das ist ja nicht teuer. Die Omega-3-Fettsäuren sind nicht teuer und wir haben seinerzeit unsere Forschungsprojekte an Omega-3-Fettsäuren querfinanziert, entweder durch Anträge bei staatlichen Forschungsförderungsmöglichkeiten oder wir haben für die Pharmaindustrie Studien im thematischen Kontext der präventiven Kardiologie durchgeführt und davon ist dann ein bisschen was übrig geblieben, womit wir dann Omega-3-Fettsäure-Studien finanzieren konnten. Das heißt, da ist sehr viel persönliches Engagement in der Omega-3-Forschung enthalten. Und wie Forscher so gestrickt sind, die glauben immer, wenn das Ergebnis
in einer wissenschaftlichen Zeitung publiziert ist, dann ist das Ziel erreicht. Nichts wissen. Aber das Hinaustragen in die Welt unterbleibt dann. Naja, das war bei mir auch so. Ich habe einen Fernsehsender gegründet und dachte so, jetzt kann ich die Welt erobern, aber ich hatte noch keinen Zuschauer. Es ist immer das Gleiche. Ich mache eine Veröffentlichung. Klar, ich muss noch zahlen, dass es im Lancet veröffentlicht wird. Und vielleicht liest sie jemand, vielleicht auch nicht. Und dann geht es Jahrzehnte, oder manchmal, bis sich so revolutionäre Sachen wirklich verbreiten. Gehen wir mal noch vom Krebs weg und gehen jetzt in die Gelenkproblematiken. Auch hier, das ist ein Riesenmarkt. Wenn ich sehe, wie diese Statistiken bei orthopädischen Operationen explodieren, wie sieht denn da der Zusammenhang aus zwischen Gelenke und Omega-3? Also merkwürdigerweise ist es am Hund besser erforscht als beim Menschen. Hm. Beim Hund gibt es, ich glaube, 6 Interventionsstudien, die zeigen, dass wenn man den Hund in seinen Zielbereich für den Omega-3-Index führt, dass er dann weniger Gelenkbeschwerden hat. Und eine erste erste Arbeit, es gibt beim Menschen so 3-4 ähnlich gelagerte Arbeiten, die alle das Gleiche zeigen, nämlich, dass ein Omega-3-Index im Zielbereich, das war die letzte Veröffentlichung Ende Juli, dazu führt, dass Gelenkveränderungen sich weniger stark auswirken. Es sind also ältere Leute, die zum Beispiel Kniegelenksprobleme haben. Es ist ja selten eine entzündliche Problematik, sondern es ist ja eher eine Gelenkveränderung, eine Arthrose, die das Gelenk ein wenig verändert und dann Schmerzen macht, wenn dazu eine kleine Entzündung kommt. Mhm. Und dann, deswegen ist das Gelenk auch nicht immer gleich, sondern es tut mal mehr weh und mal ein bisschen weniger weh. Und man hat gesehen, dass wenn man den Omega-3-Index in den Zielbereich holt, dass dann die Steifigkeit des Gelenkes, die Beweglichkeit des Gelenkes, also die Steifigkeit geringer, Schmerzen geringer und der Medikamentenverbrauch ebenfalls geringer wurden. Und das ist natürlich etwas, was viele Leute ganz gerne hören, weil wenn ich mich so rumhöre. Es gibt eine Menge Leute, die haben zumindest Knieprobleme. Es gibt eine Menge Leute, die haben auch Hüftprobleme. Und es gibt auch zum Beispiel viele Operationen an Hüft und Knie. Und in Deutschland ist es so, dass wenn man Kniegelenksersatz und die Arthroskopie, also den Blick ins Knie mit verschiedenen Eingriffen am Knie dabei. Wenn man das zusammennimmt, dann ist es eine der 3 häufigsten Operationen, die durchgeführt werden. Keine dieser Operationen ist wirklich schön. Und wenn man auch nur einen Prozentsatz dieser Operationen vermeiden könnte, wäre dem Prozentsatz von Leuten auf jeden Fall geholfen. Wenn der Schmerz schon da ist, kann ich dann immer noch mit Omega-3 möglicherweise mein Knie oder die Hüfte wieder in Ordnung kriegen? Ja, ich muss nur etwas Geduld haben. Es wirkt nicht so schnell wie, ich sage jetzt mal, Ibuprofen oder ein anderes ähnliches Medikament, sondern Omega-3-Fettsäuren haben eben einen langsamen, aber dafür nachhaltigen Wirkungseintritt. Und das dauert 8 bis 12 Wochen, bis man da die Effekte auch wirklich gut sehen kann. Ich kenne Leute, die hatten jahrelang Schmerzen, bis sie sich irgendwann zu einer Operation hingegeben haben. Also ich glaube, die warten wirklich sehr lange und hoffen, dass es besser wird. Aber wenn man da schon sofort anfangen kann mit Omega-3, dann hätte man ja genügend Zeit. Da hätte man eigentlich genügend Zeit. Aber manchmal ist es so, dass der Orthopäde nicht die Geduld hat und manchmal ist es so, dass der Patient nicht die Geduld hat. Aber es ist eben wirksam, ja. Aber man muss auch ein bisschen Geduld haben und den Wirkungseintritt abwarten. Du sagst, der Orthopäde hat vielleicht nicht immer die Geduld und die Zeit. Auf der anderen Seite kennt er ja nur einen Weg, oder? Der Orthopäde. Und kennt ja jetzt eigentlich diese Forschungsaufgaben oder Lösungsansätze gar nicht, um einem Mensch mit dem Schmerz noch sagen, jetzt versuchen wir es mal 3 Monate noch so. Und wenn dann das Schmerzempfinden reduziert von 10 auf 5, dann wissen wir, wir sind auf einem guten Weg. Das ist ein Denken, das menschlich ist, aber Orthopäden denken halt in erster Linie an die Operation und deswegen wird auch so viel operiert. Ja, Sie haben es ja auch nicht anders gelernt, das ist ja auch eine gute Sache, oder? Ich meine, Sie wissen, da kommt das Problem und ich habe die Lösung, Punkt. Ja.
Deshalb brauchen wir auch Mediziner, die es halt ein bisschen ganzheitlich ansehen und sagen, der Mensch hat auch ein Milieu und dieses Milieu können wir beeinflussen, so dass eigentlich der Herd sich reduzieren kann von außen nach innen. Und das gilt eben fürs Knie, vor allem aber für den ganzen Menschen. Diese Diskussion mit Herd und Milieu hatten wir, glaube ich, vor 200 Jahren schon und irgendwann wurde dann entschieden, jawohl, es ist tatsächlich das Milieu, aber angekommen ist es, glaube ich, immer noch nicht. Es sind halt, die Schulmedizin hat sich entwickelt hin zu einer organzentrierten Medizin, was soll ich sagen, als Kardiologe, Herzspezialist, ja, und dieser alte internistische Ansatz, dass man den ganzen Menschen sieht und versucht, dem ganzen Menschen zu helfen, der ist etwas in den Hintergrund getreten, allein deswegen, weil man dafür so viel wissen muss. Mhm. Ja, und das Verrückte an den Omega-3-Fettsäuren ist, dass es eben genau dem ganzen Menschen hilft, aber es weiß keiner mehr. Mhm. Ja, und die Forschungsergebnisse kommen aus so vielen Ecken, dass sie nicht mehr zusammenfinden. Mhm. Es gibt nicht so viele Leute, die ein Feld mit 36.000 Publikationen überblicken können. Boah. Wenn ich jetzt Omega-3 nehme, du hast mir mal erklärt, ich muss sie unbedingt immer nehmen, in Zusammenhang mit Fett, weil ich muss ja den Fettstoffwechsel ansteigen, ankurbeln, so ungefähr ein Esslöffel Fett sollte ich zu mir nehmen, damit dieser Stoffwechsel in Gang kommt. Aber muss die Ernährung selber auch noch irgendwie angepasst sein, um den Omega-3 gut aufzunehmen? Oder gibt es hier Nahrungsmittel, die allerfalls den Nutzen von Omega-3 gleich in sich selbst auflösen? Also wichtig ist, dass die Omega-3-Fettsäuren in den Körper kommen. Mhm. Und Omega-3 ist Fett. Und häufig werden Kapseln zum Beispiel von Omega-3-Fettsäuren genommen und die Kapseln enthalten dann 1, 2, 3 Gramm. Und diese Fettmenge reicht nicht aus, um die Fettverdauung zu starten. Will sagen, dann fließt keine Galle und dann wird auch die Bauchspeicheldrüse nicht aktiv werden und das saust einfach durch. Mhm. Ja, weil um Fett zu verdauen, brauche ich die Emulgierung durch die Galle, ich brauche die Fettspaltung durch die Lipasen in der Bauchspeicheldrüse, die von der Bauchspeicheldrüse freigesetzt werden. Und dann kann ich es auch aufnehmen. Alles Fett muss im Magen-Darm-Trakt bearbeitet werden, um aufgenommen werden zu können. Und dafür muss ich die Voraussetzungen schaffen, indem ich auf den Startknopf drücke. Und diesen Startknopf drücke ich mit etwa 10, 15 Gramm Fett mindestens. Und ich sage immer, ich will über den Startknopf gar nicht nachdenken, sondern ich nehme das Supplement in einer Situation, wo ich weiß, dass die Fettverdauung funktioniert. Beim Essen. Zum Essen, zur Hauptmahlzeit dazu, weil dann nehme ich es auch auf und habe auch noch den Vorteil, dass ich die Nebenwirkungen minimiere, wie zum Beispiel das fischige Aufstoßen. Ich möchte aber nochmals in meine Frage eintauchen, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob du mir schon beantwortet hast. Wenn ich zum Beispiel eine Säure esse und gleichzeitig eine Base, dann kann sich ja das gleichzeitig auch auflösen, neutralisieren, falls das stimmt. Wenn ich jetzt Omega-3 zu mir nehme und gleichzeitig, sagen wir mal, Omega-6, habe ich da die Gefahr, dass sich das auch gegenseitig auflöst? Nicht. Nein. Omega-3 kann ich nicht kaputt machen, wenn ich es jetzt nicht erhitze oder Sauerstoff aussetze und lang oxidieren lasse. Ja. Gut. Wenn ich es in flüssiger Form kaufe, Kühlschrank aufbewahren, kleine Flaschen aufmachen, schnell wieder zumachen, Kühlschrank rein. Kühlschrank rein und bald verbrauchen. Wenn sie länger offen steht, dann besteht die Gefahr, dass es ranzig wird. Und das riecht man in aller Regel und dann kann man es nur noch wegwerfen. Gut. Kapseln selber werden nicht ranzig, wenn sie... Irgendwann werden auch Kapseln ranzig und deswegen haben die auch ein Haltbarkeitsdatum, aber das dauert länger. Wenn ich das wissen will, schneide ich eine Kapsel auf und rieche daran. Ah, gut, sehr gut. Gut, kühl aufbewahren, nehmen. Gut, 8-11% sollte ich erreichen, haben wir gesagt. Und statt jetzt nur immer zum Arzt zu rennen, hast du ja
eigentlich als Weltneuheit auch einen Selbsttest entwickelt. Kannst du noch was sagen dazu? Der Selbsttest, den kann man beziehen bei uns zum Beispiel auf omegametrix.eu und misst die Omega-3-Fettsäuren und einige andere oder alle anderen Fettsäuren ebenfalls. Und dann weiß man, wo man steht. Und ich würde das auf jeden Fall empfehlen, vor Beginn einer Supplementation und 3-4 Monate nach Beginn einer Supplementation, weil dann ist ein neues Gleichgewicht. Dann weiß man, wo man steht. Und dann kann man beurteilen, ob die Dosis, für die man sich entschieden hat, auch die richtige ist. Ist sie zu hoch? Ist sie zu niedrig? Und ich kann sie dann korrigieren. Und wenn der Omega-3-Index in seinem Zielbereich von 8-11% angekommen ist, dann reichen bei konstanter Zufuhr jährliche Messungen. Gut. Wenn ich messe, mache ich das morgens nüchtern oder irgendwie nach einem üppigen Mittagessen oder was? Bei dem Selbsttest bitten wir darum, dass es morgens nüchtern erfolgt. Steht das auch drin? Das steht auch drin, weil man sonst das Messergebnis durch eventuell ein klein wenig verfälscht bekommt durch das Abendessen vorher. Mhm. Ja, oder was man kurzfristig gegessen hat. Wenn wir in roten Blutkörperchen messen, dann wissen wir, da ändert sich die Fettsäurezusammensetzung nicht. Ganz egal, was man isst. Von einem Tag auf den anderen. Langfristig, nach Wochen und Monaten, ändert sie sich das ja. Mhm. Aber wenn wir hier aus dem Finger, können wir die roten Blutkörperchen nicht isolieren, sondern wir bekommen auch noch andere Blutbestandteile mit, das Plasma. Und im Plasma spielt sich kurzfristiger der Fettstoffwechsel ab und verfälscht dann ein klein wenig das Ergebnis. Deswegen sollte man hier über Nacht nüchtern gewesen sein. Ich möchte noch kurz auf die Tiere eingehen. Mhm. Aber bei den Menschen wissen wir, Omega-3 steht ja eigentlich wirklich für unfassbar vieles. Burnout-Vorsorge, Depressionsproblematiken, Demenz reduzieren. Wir haben von Gelenken geredet, von Krebs geredet, ADHS, Schlaganfallrisiko und ganze Herzproblematiken. Und beim Sport, wir haben so vieles diskutiert. Und jetzt frage ich mich auch bei den Tieren, auch die Tiere, wie kommen die überhaupt noch zu Omega-3? Woher? Gute Frage. Auch Hunde und Katzen können aus pflanzlicher Alpha-Linolensäure keine EPA oder kaum EPA und aus EPA keine DHA machen. Da sind sie den Menschen sehr ähnlich. Das heißt, sie sind auf die Zufuhr von DHA angewiesen. Und beim Hund gibt es ungefähr ein Dutzend Interventionsstudien zu verschiedenen Themen, hauptsächlich zum Thema Gelenke, wie ich schon sagte, aber auch zum Thema kognitive Fähigkeiten. Also junge Hunde zum Beispiel sind lernfähiger, wenn sie supplementiert werden mit Omega-3-Fettsäuren und haben weniger Hautprobleme. Bei den Hunden ist der Zielbereich für den Omega-3-Index niedriger. Die haben ihren eigenen Zielbereich, 3-5, eher 5. Aber andere Tiere sind nicht so gut untersucht wie Hunde. Bei Katzen weiß man ein wenig. Und wir versuchen, Forschungsergebnisse zu generieren für Pferde, weil die offensichtlich auch eine Abhängigkeit von Omega-3-Fettsäuren haben. Anders ist es bei Nagetieren, die allerdings nicht im Zentrum der Forschungsbemühungen stehen. Bei Nagern weiß man, dass sie Alpha-Linolensäure in EPA und diese in DHA umwandeln können, anders als der Mensch. Und deswegen findet sich das auch entsprechend in vielen Lehrbüchern. Aber jetzt noch was zum Hund. Meine Tochter hat nur gesagt, in ihrem Hundefutter steht drin, dass es Omega-3 drin hat. Das heißt, es kann, man sollte darauf schauen beim Hundefutter, ob es Omega-3 drin hat. Wäre mein Vorschlag. Mhm. Und wenn man wissen will, ob der Hund auch genug hat, so kann man auch mal messen. Das ist genauso individuell wie der Mensch, oder? Das ist genauso individuell wie der Mensch. Und die Hunde sind zurzeit größer, als sie vor 10, 15 Jahren waren, weil man andere Rassen bevorzugt. Und bei diesen größeren Hunden kommt es eher zu Gelenkproblemen. Und mein Vorschlag wäre, spätestens wenn ein Hund Gelenkprobleme hat, sollte man mal schauen, ob das an den Omega-3-Spiegeln liegt, weil das könnte man ändern und dem Hund diese Schmerzen ersparen. Tja,
Aber wir reagieren ja immer erst dann, wenn es weh tut. Oder auch beim Hund, wir reagieren dann, wenn der Hund Schmerzen hat. Aber noch schöner wäre es, es eigentlich zu verhindern, dass er je Schmerzen kriegt. Deshalb auch da wieder, man müsste eigentlich wieder schauen, dass wir, kann man den Selbsttest auch nutzen fürs Tier? Das heißt, einfach schauen, einen Tropfen Blut. Wenn der Hund mitmacht schon, sonst wäre die Alternative, dass wenn der Hund zum Tierarzt muss und der Hund und der Tierarzt Blut abnimmt, dass er dann eben eine kleine Menge für uns mit abnimmt. Oder einen Tropfen auf dieses drauf tut. Ja. Okay, wo nimmt man es an den Tatzen oder einfach direkt im Fell drin in der, durch die Haut? Was Blut. Die Tierärzte machen, weiß ich nicht so ganz genau, aber die können das immer ganz gut. Ich finde das auch wichtig, weißt du, wir lieben unsere Haustiere und das Wohl und langfristige schmerzfreie Leben eines Tieres ist genauso wichtig wie für uns auch, oder? Uns Menschen. Ich sehe öfter Hunde, die leiden. Mhm. Ja? Und wenn ich sie sehe, dann sehe ich sie an ihren Gelenkschmerzen leiden. Und dann denke ich mir, ich kann nicht zum Hundehalter hingehen und sagen, Omega-3. Ja, aber dann denke ich mir, das ist nicht nötig. Also ein erster Schritt sicherlich Hundefutter mit Omega-3, aber letztendlich noch besser messen. Man kann es auch dem Hund in flüssiger Form letztendlich ins Wasser geben, oder? Mhm. So dass es dann auch aufschlägt. Mhm. Und dann hat er das auch. Aber auch da wieder nicht zu hohe Werte, wie beim Menschen auch nicht. Wir 8-11, der Hund 3-5. Bei der Katze hast du nichts gesagt, also halte ich mich auch noch zurück, eine Empfehlung zu geben. Aber bleiben wir mal bei den Hunden. Ich danke dir ganz herzlich für diesen ersten gemeinsamen Tag. Lieber Clemens, wie gesagt, wir müssen weitere Sendungen machen, weil hier gibt es noch ganz, ganz viele Krankheitsthematiken. Generell möchte ich mit dir auch mal über die ganzen Fettsäuren reden. Da kommt ja auch niemand mehr draus. Wie viele Fettsäuren gibt es eigentlich? Ja, viele. 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 Ja. Und jede hat ihre eigene biologische Wirkung, jede hat ihren eigenen Metabolismus, jede wirkt sich anders aus. Im Menschen entstehen einige, andere, auf andere ist der Mensch angewiesen. Das lernen wir jetzt alles langsam, auch aufgrund unserer Messungen, weil wir angefangen haben, diese summarische Betrachtung von Fettsäuren, also gesättigte, einfach ungesättigte aufzunehmen, aufzuheben und Fettsäuren einzeln zu betrachten. Und das ist unglaublich. Tja, ich mag mich noch erinnern, da hieß es so pauschal und lapidar, Fette sind ungesund, Fette machen krank, Fett macht dick, Fettverzicht ist das A und O. Ja, alles Unsinn. Alles Unsinn, ja. Danke ganz herzlich. Vielen Dank. Das war Professor Dr. Med Clemens von Jacqui für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich bin überzeugt davon, wir konnten alle ganz, ganz viel lernen über das Thema Omega-3. Wenn Sie Omega-3 bei uns auf der Homepage eingeben oder im YouTube-Kanal, werden Sie weitere Sendungen sehen, die ich schon mit demselben Gast machen durfte, in verschiedenen Zusammenhängen. Und es gehört für mich zur absoluten Basismedizin, zur Prävention schlechthin, wenn wir schauen, dass wir diesen 8-11% Wert wirklich für uns einstellen und es über einen Test wirklich auch messen. Nicht einfach nur nehmen, schlucken und meinen, es funktioniert. Das war bei mir schon nicht so. Meine Werte sind ganz anders. Um einen guten Wert zu haben, muss ich die dreifache Dosis nehmen, als auf der Packung draufsteht. Deshalb ist es einfach wichtig, messen. In diesem Sinne, alles Gute, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen miteinander.